Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ich habe mal das Spiel einmal unterbrochen und wie ihr seht, haben wir jetzt noch mal ein paar mehr Zombies. Hey, die sind aufgestanden. Wer hat was von Aufstehen gesagt? Jetzt aber. Auch wieder aufgestanden. Damit wir hier nicht schon nach einer Stunde fertig sind. So, offensichtlich sind die drin mal wieder am Rumkloppen. Gucken wir mal, wo sind sie denn? Ja, können wir auch hier noch mit Pfeil und Bogen. Bleib stehen. So, die anderen sind offensichtlich wieder draußen. Aber nicht hier, sondern anscheinend doch noch woanders. Na, wo seid ihr denn? Nicht hier abhauen. Noch ein Klingelbeutel. Noch einer. Na, das hat sich doch mal ein bisschen mehr gelohnt wie im ersten Teil. So Leute, wir sind immer noch Tag 7. Die Hordennacht läuft. Wobei wir jetzt schon Tag 8 in der Nacht haben. Aber eigentlich ist es immer noch die Hordennacht. Da sind sie jetzt. Jetzt ein Molotow-Cocktail. Den habe ich tatsächlich in meine Kiste schon gepackt. Aber ist nicht schlimm. Hey! Könnt ihr drauf einkloppen, wie ihr wollt. Ich krieg euch trotzdem. So, der ist schon mal weg. Wo sind die denn jetzt? Offensichtlich wohl drin. Hallo. Was heil? Jetzt kloppen sie da unten rum. Boah, ich habe da genau im Kopf getroffen. Ich habe es genau gesehen. Die eine lebt, der andere lebt. Wir stehen hier alle wieder von den Toten auf. W
Wie macht euch ja meine Klingelbeutel? Kann ja nicht wahr sein. Ha, jetzt aber. Ich bin halt zu weit weg. So. Hier unten noch ein paar Spaßvögel. Hat mehr Wumms. Aber man braucht auch zwei, wie man sieht. Weil die Entfernung einfach zu groß ist. So. Da ist noch einer ohne Fahrschein. Geblieben. Das war doch lustig. Wieso bin ich nochmal überladen? Ach ja, weil ich mein Zeug wieder mitnehmen wollte. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Seven Days to Die. Ihr seht, war hier gerade Teil 2 der Hornnacht. Ich habe mir gedacht, ich logge mich nochmal aus und logge mich gleich wieder ein, weil ja doch schon recht schnell Schluss war mit dem ganzen Spaß. Hahaha, der sieht ja lustig aus. Und so haben wir alle nochmal ein bisschen mehr davon gehabt. Hallo. Yeah! Noch ein Klingelbeutel. Hatte ich erwähnt, dass ich beladen bin. Packen wir erstmal wieder Zeug hier weg. Das kann ich tatsächlich direkt essen. Dann sammeln wir mal fleißig Klingelbeutelchen ein. Nein, die sind weg. Okay, das haben die nicht geändert. Frechheit. Naja, immerhin ein paar. War doch ganz lustig. Gucken, ob hier noch was ist. So sieht's aus. Dann gehen wir mal nach Hause, würde ich sagen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme das trotzdem mit. Das kann ich jetzt direkt mal essen. Tatsächlich brauche ich ein bisschen was zu trinken. Wer will hier Stress? Hallo? Hier bin ich. Machen ja alle meine Base kaputt. Was geht denn hier, ey? Hä? Ist er schon drin?
Nanu, wo ist der denn? Ah. Gleich noch so ein Biker. Ist ja klar. Und der nächste. Ist ja irgendwie ein Nest. Was haben die denn hier alle? Schmiede ist doch aus, meine ich. Au! Doofes Ding hier. Den nehmen wir mit. Mein Questhausi-Haus ist hier. Überschaubar. Ich weiß gar nicht, war ich hier schon mal drin? Ich würde ja fast sagen, jein. Das nehmen wir immer. Natürlich wird die Vordertür verschlossen sein. Ja. Weil man natürlich durch den Nebeneingang rein soll. Ist doch klar. Hat man dann wenigstens cooles Zeug hier unten. Ah! Oh. Nee, 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 nicht mit mir hier. Okay, wenn so ein Ding hier ist, haben wir einen Hund hier. Alles geladen. Oh. Oh, gleich zwei. Ja, schon klar. So, ein Pfeil hätte ich gern wieder. Danke. Ein wenig Helligkeit, das ist doch mal nett. Jetzt wird's interessant. Ey, du warst da eben auch noch nicht. Weiß ich ganz genau. Ich hätte dich nämlich gesehen. Aber gut. Ich habe eine Brille. Was habe ich denn? Wahrnehmung. Dann tragen wir die mal. Da liegt aber wer. Und wieder der Bug. Einer wäre zu wenig. Ist aber nur einer. Na gut. Ich habe aber das Gefühl, gleich kommt hier noch was. Doch, ist ja nicht hier. Gut, das war jetzt schon ein bisschen cooler. Oh! Qualität 3. Vorschlaghammer, ja. Dann gehen wir mal nach oben. Oh, wie süß. Hey, aua. So haben wir ja nicht gewettet hier. Eine Küche. Schauen wir mal, ob wir irgendwas Brauchbares hier finden. Bisher hat sich das ja doch eher... Ein Grill, guck an. Ja, ist okay. Gibt's jetzt nicht so viel. Ich weiß gar nicht, werden die Stühle hier als andere? Tatsächlich. Tatsächlich.
beschrieben. Juhu, ich habe 3 Fähigkeitspunkte. Dann weiß ich schon mal, was ich mit dem ersten mache. Nämlich mein Zerklopper hier. Was war denn das? Eine Rohschabe. Das gefällt mir. Und das da auch. Ein Punkt habe ich immer noch. Hallo. Jede Wette, dass dahinter ein Zombie ist. Na gut. Wette verloren. Ich sehe es ein. Aber irgendwo hier hinter ist einer. Da. Yay, Bücher. Das wollte ich sehen. Was soll ich hier eigentlich nochmal machen? Achso, Vorräte bringen. Wo sind die denn? Ah ja, ich habe ja noch gar nicht das Ding hier aktiviert. Ne Lootbrille, jawohl. Die tragen wir mal sofort. Manchige Blumen zu deiner cool. Klingen und Fahrzeuge und Medizin. Perfekt. Supi-dupi. Also allein deswegen hat sich das jetzt schon gelohnt. Wir gehen einmal nach unten, aktivieren die Quest. Ich habe ja schon echt viel gutes Zeug mitnehmen können. Trotzdem hätte ich geglaubt, da unten ist ein Hund, aber... Tun wir mal so ganz spontan. Oh, schwarz ist immer gut. Schwarz ist so zeitlos. Na? Nix da. Cool, hier ist schon mal eine Kiste. Gerade mal Haus betreten und schon die Quest fertig. So, ich mach da mal Feierabend. Nee, das kann ich nicht bringen. Ich muss doch hier coole Zeug abgrasen und so. Das geht ja sonst nicht. Ich nehme ja nicht einfach nur Quests an, um sie dann direkt wieder... Wo ist er? Wo ist er? Na gut. Dann kann ich auch reinstürmen. Krieg mehr XP. Ist das so? Muss das so? So, was haben wir denn? Röcke, okay. Das können wir zerlegen. Passt. Ich bin durstig. Hallo. Was ist denn hier los? Voll die Versammlung. Empfangskomitee. Kommt noch einer? Tatsächlich. 2 sogar. Das ist praktisch. Da muss ich euch nämlich nicht suchen, wenn ihr mir hier einfach entgegenkommt. Find ich eine nette Geste. Umso schneller bin ich nämlich fertig. Guck mal, die Dosen hatte ich vorher, meine ich nicht. Und ich finde auch viel mehr Essenssachen. Ja, das ist doch okay.
Ich verstehe das nicht. Ich bin definitiv für eine... Oh, den mag ich eigentlich. Tja, muss ich wohl beide mitnehmen. Hallo. Gucken wir mal, was hier drin ist. War jetzt nichts so Spannendes. Schauen wir hier nochmal nach. Hier ist diesmal keiner, aber Bücher. Ja. Ist doch okay. Dann würde ich sagen, kommen wir ja, direkt nach oben. Hallo. Haha. Das ging schnell. Ha, jetzt aber. Fallen. Medizinische Geschichten. Nahrung, Kochen also. Und panzerbrechende Munition. So, Leute, jetzt geht's los. Meine Zeit kommt jetzt. Okay. Ich sehe das doch hier schon wieder. Überladen, überladen. Ich brauche einen größeren Rucksack. Ich glaube, ich muss mal perspektivisch hier auf einem gemoddeten Server spielen. Wahrscheinlich geht hier. Was ist das denn? Was? Der ist kaputt. Es gibt einen kaputten Tresor. Wie gemein ist das denn? Und wann sind Tresore kaputt? Hallo? Das war doch aber nicht die einzige. Da kommt doch noch was. Wow! Wusste ich doch. Wieso hört sich das so nach mehreren an? Weißt du was? Nein, nein, nein! Nein! Wow! Das hat jetzt hier aber reingehauen. Das finde ich jetzt hier doof. Was ist das denn? Infiziert und mein Honig ist... Irgendwo, aber nicht hier bei mir. Gehirnerschütterung. Schmerzmittel. Na, gut, dass ich welche habe. Infiziert. Was habe ich noch? Schürfwunde. Naja. Läuft. Mal wieder. Menno. Aber hey, ich kann dann jetzt wohl looten gehen, glaube ich. Immerhin was zu trinken. Das war doch schon mal lustig. Da hinten scheint der geile Stuff zu sein. Kann man, ist auch so schön vorgestellt, dass man sich hier so überhaupt nicht bewegen kann. Ich hätte jetzt irgendwie gern Antibiotikum. Hier ist definitiv der geile Stuff. Nein, ich bin überladen. Okay, Bücher, eben Stühle, ihr müsst dran glauben. Aber hier, was ist denn das? Wieso habe ich denn hier nur eine Kiste? Okay, was zu essen? Das ist okay. Das ist definitiv auch okay. Tja, das war doch mal lustig. Und ab nach draußen. Wobei ich jetzt erstmal wieder raus muss.
um hier ein bisschen Platz zu haben. Wo ist meine Base? Krieg. Ich muss dringend schnell hier mein Antibiotikum nehmen. Deswegen, Leute, seht ihr, warum Antibiotikum zu finden echt Gold wert ist. Einmal kurz angeditscht und schon habt ihr den Salat. Jetzt habe ich hier haufenweise Debuffs. Wahrscheinlich komme ich gleich hier nicht mal mehr hoch. Naja, immerhin das noch. Kriech, Schleich, Schlepp. Meine Güte. Honig, wo bist du? Honig. Ein Glück, ey. 1%, ich hoffe, das reicht. Das war eine ganz schön enge Kiste hier. Aber lustig war es.